Das literarische Quartett kommt heute aus Bonn. Es nehmen wie üblich teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil Wien und Marcel Reichernitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast ist heute Frau Barbara Sichtermann aus Berlin. Frau Sichtermann ist Kritikerin, vor allem Fernsehkritikerin, aber auch Literaturkritikerin. Sie schreibt viel für die Zeit. Vor einigen Jahren hat sie ein dann preisgekröntes Buch publiziert mit dem so schönen wie schlichten, ja reizvollen Titel Weiblichkeit. Wir beginnen heute mit einem Buch aus den 20er Jahren, Michail Bulgakov, Die Weiße Garde. Ja, das ist der Debütroman Bulgakovs. Er spielt in den Jahren 1918-19, geschrieben wenige Jahre später, 1923-24, stark autobiografisch. Er spielt in Kiew, der Heimatstadt von Bulgakov. Es zeigt die Kriegswirren, die Bürgerkriegswirren im Anschluss an die Oktoberrevolution in der Ukraine, sprich in Kiew. Kiew als Spielball aller möglichen politischen Wirren und Phantasmagorien. Zuerst ist Kiew noch während der deutschen Besatzung unter einem Marionettenregime. Nach dem Kriege wird es erobert von nationalistischen Bauernhorden aus der Ukraine. Zum Schluss stehen eigentlich die Roten vor der Tür. Es wird die Epoche gezeigt, in der gerade noch die Weißen versuchen, sozusagen die konservativen, zaristischen, traditionellen Werte Russlands zu bewahren und zu verteidigen, nur zu fragen, gegen wen zu verteidigen. Im Mittelpunkt steht eine zaristische Familie, die Geschwister Turbin und deren Freunde. Das sind alles Offiziere, die sich noch den alten russischen Werten verpflichtet fühlen, gleichzeitig aber auch natürlich merken, dass die am Zerfallen sind und wahrscheinlich nicht mehr bewahrt werden können. Bulgakov ist ziemlich stolz darauf, dass er, obwohl er aus dieser Schicht kommt, die bürgerliche Intelligenzschicht von Kiew, hat er doch gemeint, er stehe über den Parteien. Er würde schreiben aus einer Perspektive heraus über den Weißen und über den Roten. Und in der Tat kann man eigentlich auch sagen, dass das Buch so ausgeht, die Bolschewisten stehen zwar vor der Tür, aber man hat schon das Gefühl, dass diese Geschwister Turbin und ihre Freunde sich wohl mit diesem kommenden Regime werden einigen können. Vielleicht nur über einen Bezugspunkt, nämlich weil wo sozusagen die Interessen sich decken, obwohl bei allen Differenzen sonst, weil die Bolschewiken schließlich mit dem Bürgerkrieg Schluss machen werden und Russland in irgendeiner Weise befrieden. Ja, das Aufregende und Neue an dieser Ausgabe ist, dass Sie die beiden letzten Kapitel erstmals in der ursprünglichen Form veröffentlicht. Die sind wohl aufgefunden worden vor ein paar Jahren beim Antiquar. Und diese Kapitel, die Änderungen sind nicht sehr groß. Es wird ausführlicher die Liebesgeschichte des Haupthelden noch weiter gemalt und weiter ausgemalt. Und diese Liebesgeschichte ist offensichtlich die Liebe zu einer Kommunistin, zu einer Bolschewikin oder der Freundin eines Bolschewiken. Und daran macht sich einiges fest. Das Buch ist, glaube ich, wirklich von einer großen Objektivität und von einer großen Selbstkritik. Taugt es was? Ich glaube, es taugt was, ja. Ich glaube, es ist ein Roman, der eine Paraphrase und ein Echo auf Krieg und Frieden ist und auch ein Echo auf Dostojewski ist. Und der sozusagen den Optimismus von Krieg und Frieden, dass sich in der Stunde der Not eine Nation über alle Gegensätze hinwegsetzt und unter der Fahne der Befreiung zusammensteht, der das sehr schnell korrigiert und zeigt, wie da Egoismen aufbrechen, wie wirklich der Bürgerkrieg Bestialitäten unvorstellbaren Ausmaßes freisetzt. Es ist ja so, dass in diesem Bürgerkrieg, also Kiew, wird das ganze Buch hindurch beschossen. Und man weiß im Grunde nie, wer gegen wen. Niemand weiß es, auch die Turbins selber nicht, die beiden Söhne, die in Straßenkämpfe verwickelt werden.
Es heißt in einer Zeile, die Stadt ist voller Schulterstücke. Was macht man, wenn man nicht weiß, wer nun gerade die Übermacht hat? Man trennt die Schulterstücke von den Achseln. Gemeint sind wirklich abgetrennte Schulterstücke, die auf dem Boden liegen, um nicht kenntlich zu sein. Ein Held vergisst mal, die Kokarde abzunehmen. Ja. Und die schon ist er kenntlich, läuft den Falschen in die Hände und ist verloren. Aber das ist aber das Zeichen eines Bürgerkriegs. Wenn Sie an Irland denken, ist es ungefähr gleich. Was ich sagen wollte, ist, dass Bulgakov den Leser aber in dieselbe Verwirrung stürzt. Ja? Man ist beim Lesen, man hat starke Orientierungsschwierigkeiten. Man weiß nie, wo geht es jetzt hin, wer ist bedroht, wer flieht vor wem. Und vielleicht hat Bulgakov das so gewollt, aber dann hat er uns Lesern was zugemutet. Ich glaube, freue mich, dass Sie auch solche Schwierigkeiten hatten, dass ich nicht der Einzige bin, der sie hatte. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieser Bulgakov ein sehr monologisches Buch geschrieben hat. Der hat überhaupt keinen Leser vor sich gesehen. Der hat für sich selber geschrieben. Und wir wollen klar sehen, dass es sich hier um hohe Literatur handelt. Das ist ein sehr schöner, gut geschriebener, ernster Roman über Liebe, Tod, Vergänglichkeit, alle großen Motive der Literatur. Aber es ist ein epigonales Buch. Mit anderen Worten, ohne Krieg und Frieden, steht auch im Nachwort, steht im Klappentext, überall, es ist richtig, ohne Krieg und Frieden nicht vorstellbar. Was mich an dem Buch freut und was mich irritiert, zwei verschiedene Dinge. Es irritiert mich eins, dass dieser hochbegabte Schriftsteller so traditionell epigonal geschrieben hat. Denn in dieser Zeit, wo er diesen Roman schrieb, gab es schon sowjetische Schriftsteller, die ganz anders Epik behandelt haben. Etwa Isaac Babel. Nun gut. Ja, aber Herr Reichern, es ist ein bisschen ungerecht. Es ist ein Debütroman, das muss man doch sehen. Der Bulgakov ist ein gelernter Arzt, der wie der Held des Buches, der sehr autobiografisch ist, der sich dann entschließt, Schriftsteller zu werden. Mit diesem Buch. Also, genau, es ist an dieser Passage. Also muss man eigentlich mit einem Debütroman noch ein bisschen schonungsvoller umgehen und ihn vielleicht auch in einem Zusammenhang sehen mit dem späteren Werk des Bulgakov. Moment, darf ich das nur ausführen? Sein großes episches Werk ist ja Der Meister und Margarita. Und ich habe es auch in der umgekehrten Reihenfolge gelesen, erst den Meister und dann dieses Buch. Und da dachte ich, dass in diesem Buch schon sehr viel von dem, was später in Der Meister und Margarita zur Reife kommt, schon eine Andeutungsweise da ist. Mhm. Und zwar folgendes. Die Stadt Kiew wird einerseits realistisch beschrieben in diesen Wirren, die Sie auch angesprochen haben, Frau Sichtemann. Aber es ist auch schon dieser fantastische, dieser groteske und dieser phantasmagorische Zug drinnen, der dann später dieses teuflische Moskau im Meister und Margarita so durchwirkt. Und dieses Halluzinatorische ist einfach auch schon da. Ich möchte auch die traditionelle Form in Schutz nehmen. Und zwar, wenn man ein solches Chaos schildert, für mich ist nicht das Aufregende Liebe und Krieg, gut, das alles, sondern für mich ist das Aufregende, dass solche Stunden Null geschildert werden. Eine Stadt, in der praktisch man nicht weiß, wie die Flüchtlinge aus Moskau, die Geschäftemacher, die Leute, die noch Schönheitssalons betreiben, aber schon Aushebkasernen. Ja, interessiert Sie das? Dieser zeitgeschichtliche, gesellschaftliche Mich interessiert es deshalb. Wir haben das letzte Mal im Quartett über Heiner Müller gesprochen und der hat in seiner Autobiografie auch diesen Moment der Anarchie. Das ist das Aufregende. Ja. Dieser Augenblick einer Stadt, wo eigentlich keine Herrschaft ist, weil sich viele Herrschaften darum streiten. Ja. Und dieser Moment, wo die letzte Zelle sozusagen das Haus ist, wenn man die Tür zuschließt und nicht überfallen wird, wo Beziehungen seltsam zerbrechen, das ist schon ganz aufregend. Herr Karasse, ich glaube Ihnen kein Wort. Aus folgendem Grund. Aha, gut. Ich interessiere mich für die Vorgänge in Kiew in den Jahren 18 und 19 überhaupt. Ich das sehe. Geht mich ein ich Dreck. Sehe. Sie interessieren Sie sich auch nicht für Grönland. Aber lassen Sie mich doch ausreden. Es interessiert mich überhaupt nicht. Genauso wenig wie mich die Erlebnisse der Lübecker Bürger in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts interessieren. Mich interessiert in diesem Roman,
was Bulgakov jene Verhältnisse zeigend vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Ereignisse an menschlichen Erlebnissen, menschlichen Wirren, menschlichen Leiden zeigt. Dass das in Kiew spielt, na gut, wäre mir lieber, wenn es in Moskau wäre, denn da hat die Revolution stattgefunden und nicht in Kiew. Aber der Mann stammt aus Kiew, also hat er es in Kiew geschehen. Ja, das ist das Spannendere, dass die Revolution in Kiew nicht stattgefunden hat, weil das so eine merkwürdige Oase ist. Und Herr Reich-Ranitzky, ich möchte auch mal was Autobiografisches sagen. Mich interessiert es deshalb, weil es der Situation 45 um das Jahr 45 sehr ähnelt, weil man sozusagen diese Flüchtlings, die auf einmal in zu engen Wohnungen. Insofern kann man sich das schon, übrigens interessiert mich das Lübeck auch nur insofern, wie eine Familie Druck auf nachfolgende Generationen ausübt. Und das lässt sich übertragen. Darf ich noch etwas dazu sagen zu dem? Doch. Ihnen ja antworten auf das, was Sie vor 5 Minuten Ich denke, dass der Bürgerkrieg in dem Buch ziemlich paradigmatisch dargestellt wird. Am Bürgerkrieg ist es doch so, dass in einer Straße geschossen wird und in der nächsten Straße das normale Leben weitergeht. Und das hat er wunderbar eingefangen. Die Turbins stehen irgendwo an einer Barrikade, kämpfen, ihre Freunde fallen. Sie laufen nach Hause, sperren die Türe auf. Was sehen sie? Kleine Jungen, die rodeln die Straße herunter, weil dort der Alltag weitergeht. Das ist in derselben Stadt. Und das ist sehr typisch für einen Bürgerkrieg. Und ich finde, dass er das unglaublich genau referiert hat. Ja, natürlich hat er das genau referiert. Es ist das klassische, traditionelle Motiv aller dieser Romane. Es wird gekämpft und geschossen und die Männer gehen mit den Damen ins Bett und es gibt Eifersuchtsszenen und das Leben geht weiter. Es wird nur vor einem anderen Hintergrund. Nein, ich muss das Buch langsam. Es ist nicht so banal, wie Sie es jetzt schildern. Es wird nur das normale menschliche Leben mit allem Beiwerk wird vor einem veränderten geschichtlichen Hintergrund gezeigt. Dieser Hintergrund ist insofern wichtig, als er die Handlungsweise der Menschen nicht grundsätzlich verändert, aber steigert, intensiviert. Es geht alles etwas kräftiger und etwas schneller zu. Aber Sie haben hier vorher eine merkwürdige Sache gesagt, die ist so ganz untergegangen. Sie haben gesagt, man soll doch nicht sagen, es sei traditionell oder so, Tolstoi, Krieg und Frieden, ist ja ein Debütroman, so hat er erst mal angefangen. Sagen Sie mal, die Weltliteratur besteht aus Debütromanen. Das ist doch immer so. Der erste Roman ist das Wichtige und dann kommt gar nichts. Oder für lange Zeit. Kommen Sie mir jetzt nicht mit Thomas Mann, der für seinen Debütroman den Nobelpreis gekriegt hat. Langsam, wieso wissen Sie, ich komme gar nicht mit Thomas Mann, sondern mit dem Das Autor. Kann man aber raten. Langsam. Manchmal, oder? Also, was kommt jetzt? Lübeck hatten Sie doch schon genannt. Also Thomas Mann, wer noch? Ja, Verfall einer also Familie. Also vielleicht sagen wir mal, Goethe hat Werther, mit einem Debütroman angefangen und der war sehr. Und den Nobelpreis nicht gekriegt, wir wissen es. Liebe, bitte, bitte, bitte. Wir wissen, in welchem Jahrhundert der Herr tätig war. Also, zurück zur Sache. Dass es ein Debütroman war, ist gar kein Entschuldigungsgrund. Es ist charakteristisch, dass er zunächst, das habe ich ja gleich am Anfang gesagt, monologisch geschrieben hat. Für sich allein hat er geschrieben und hat sich deswegen um moderne Kunst, moderne Literatur ein Dreck gekümmert. Anders als Babel, der sich sehr darum gekümmert hat, wie neue Literatur entsteht und der etwas Neues wollte. Das ist kein Vorwurf gegen Bulgakov. Nur will ich, dass wir deutlich klar machen, es handelt sich hier um einen epigonalen, beachtlichen, traditionellen Roman. Nicht jeder traditionelle Roman ist epigonal. Ich würde gerne Frau Sichtermann fragen, warum Sie das Chaos positiv oder negativ gemeint, dass Sie sich nicht zurechtfinden? Ich hatte das negativ gemeint. Aha. Ich finde, dass der Roman zerfällt und dass man, wenn man gleichzeitig weiß, es ist der Auftakt zu einer Trilogie, dann schon in den Kredit gibt, dass sich vielleicht einige der Charaktere, die nur angedeutet sind und gar nicht zum Zuge kommen, wie zum Beispiel diese Julia, die den Helden rettet, dass sich da vielleicht noch was entwickeln sollte. Aber gut, er hat die Trilogie nicht mehr geschrieben, sondern den Roman so abgeschlossen. Ich finde, er wirkt skizzenhaft und unfertig. Mhm. Eines allerdings sollte man vielleicht doch noch hervorheben, nämlich seine Sprache, die ist zugleich von, Lyrik fast. Es sind sehr poetische Stellen da und von einem sehr drastischen Humor. Ja, das ist etwas Besonderes. Ja, also gar keine Frage. Wir haben hier alle möglichen Vorzüge, die wir rühmen können. Mich interessiert ein Punkt.
der mit dem Roman nur bedingt was zu tun hat. Wir haben gesagt, Situation 45, Deutschland ein bisschen ähnlich, jawohl. Oder die jetzige Situation. Ah, ja, eben, die jetzige. Das hat mich nämlich auch interessiert. Ja, ja, ja. Ein Jahr vergeht nach dem anderen, seit der Wende. Ja, wir wollen von unseren Schriftstellern nicht verlangen, die sollen es nicht so eilig haben, die müssen sich ein bisschen Zeit lassen. Ich möchte es noch erleben, dass ich Romane über die Vorgänge in Deutschland in den letzten Jahren lese. Ach, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, ja, warten Sie mal, ich will Ihnen erklären, warum ich die Romane lesen will. Ja. Ich habe mit einem bedeutenden Schweizer Kritiker über dieses Thema unlängst diskutiert. Und er hat mir gesagt, um Gottes Willen, diese furchtbare DDR, nur ist sie zu Ende. Wollen Sie den ganzen Dreck und Mief noch mal in Romanen lesen? Nur lassen Sie mal das Thema. Nein, ich bin an dem Mief gar nicht interessiert. Ich weiß nur, dass große menschliche Leiden von Schriftstellern in vielen Fällen nur dann wirkungsvoll dargestellt werden, wenn sie vor einem bestimmten zeitgeschichtlichen Hintergrund gezeigt werden. Und wenn das, was die dort lebenden Schriftsteller erlebt haben, an menschlichen Leiden, an Kämpfen, an Ehrgeiz, an Eifersucht, an Liebe und Tod und dergleichen, in einem Roman stark wirken soll, dann ist der zeitgeschichtliche Hintergrund nötig. Und ich wundere mich, dass da bisher nichts kommt. Sie dürfen eins nicht vergessen. Nein, aber ich meinte wirklich ganz was anderes. Entschuldigung, ich möchte nicht präzeptorial für die deutschen Schriftsteller, sondern mich hat daran interessiert, was durch die Oktoberrevolution an nationalistischen Bestrebungen, es gibt ja jetzt wieder eine Ukraine, es gibt wieder Teile. Das ist ja interessant, wie in der Stadt sich durchsetzt, auf einmal, da gibt es die Zaren, die Zarenanhänger, die mit den Deutschen paktieren. Dann gibt es die Bolschewiken, die den neuen supranationalen Staat herbeiführen. Und dann gibt es eben zwei Gruppierungen, die die Ukraine selbstständig mit eigener Sprache, das Buch macht sich darüber lustig, dass da ukrainische... Ich habe einen Vorschlag für Sie. Es gibt sehr gute historische Lehrbücher. Aus denen können Sie alles über dieses Thema erfahren. Ja, ich will es aber lieber in Romanen... Nein, sind unzuverlässig, die Dichter. Nein, nein, Krieg und Frieden ist gar nicht unzuverlässig. Überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass man Romane als Informationsquelle über historische Ereignisse... Doch, das sind die besten Informationsquellen über historische Ereignisse, sind Romane und Theaterstücke. Ich weiß über die englischen Rosenkriege durch Shakespeare mehr als durch die historischen Quellen. Ja, warum? Weil sie nur Shakespeare und nicht die historischen Quellen. Nein, nein, nein. Wenn man Anglistik studiert, muss man die historischen Quellen parallel dazu. Ich denke, dass die Romane selbstverständlich die innere Wahrheit besser zutage bringen als die Historiker. Sie haben, glaube ich, ein zu großes Zutrauen zu der Zuverlässigkeit der historischen Quellen. Ja, ich kenne die sind Historiker ja auch nur weniger Literatur als die Dichter. Daher mein Vertrauen. Also die innere Wahrheit ist das, was Frau Löffler sagt, ist das Entscheidende. Die innere Wahrheit dieser Vorgänge um Kiew, und das spricht für das Buch, ob es jetzt unvollkommen oder nicht ist, man weiß, dass es wahr ist. Das merkt man in jeder Zeile. Ja, das ist klar. Man sieht natürlich auch die Hoffnungslosigkeit dieser weißen Garden, die noch mit der Schwärmerei von Borodino daherkommen, also tief im 19. Jahrhundert mit diesen, Idealismen und Illusionen sich in ihrem ehemaligen Gymnasium... Der wunderbare Tod dieses einen... Im Gymnasium versammeln mit ihren alten Lehrern und jetzt glauben, jetzt müssen sie, obwohl sie gar nicht schießen können, die Stadt verteidigen. Ja. Also auf jeden Fall ist klar, es ist ein historisches Buch in doppelter Bedeutung. Es stellt historische Ereignisse dar, die vor weit über 70 Jahren stattgefunden haben. Und es ist längst ein Werk der Literaturgeschichte. Ja, ja. Der russischen Literaturgeschichte, es ist tief verwurzelt. Und wie gesagt, die Rechtfertigung ist, dass es jetzt als erster Band einer neuen Bulgakov-Ausgabe steht und dass es eben, wie gesagt, ausgräbt den Schluss, der, das haben Sie ja gesagt, der mehr in die Richtung der Trilogie hinweist. Aber eine Frage können wir stellen. Dieses Buch, Anfang der 20er Jahre geschrieben, so beachtlich insgesamt als episches Werk. Wie viele epische Werke von dieser Qualität haben wir in der deutschen Literatur der 20er Jahre? Wenige, sehr wenige. Also es ist schon gut, dass es neu erschienen ist in einer neuen Übersetzung und auf jeden Fall eine Bereicherung unserer Bibliothek. David Lodge. Ein anderer Fall, in der englischen Literaturgeschichte verwurzelt. Auch eine Bereicherung? Ja, eine Bereicherung oder nicht? Neueste Paradiesnachrichten. Zwei Engländer auf Hawaii. Und zwar ist der Held Bernard Walsh
eines Tages, man muss schon sagen, gezwungen, diese Reise nach Hawaii anzutreten, weil eine alte Tante dort im Sterben liegt. Er selber ist gar nicht so reiselustig und schon gar nicht ja, luxusbedürftig. Er ist ein Katholik, etwas Besonderes für England, Ex-Priester und hat aber die Priesterlaufbahn aufgegeben und ist jetzt nur noch Dozent an einer Institution für Theologie. Er muss seinen alten Vater, der gar nicht reisen will, überreden, ihn zu begleiten. Und in Waikiki erleben die beiden dann eigentlich ja, zunächst einmal schlimme Dinge. Der alte Herr wird angefahren, landet in der Klinik. Bernard Walsh muss zwischen der Klinik, wo die alte Tante liegt und wo sein Vater liegt, immer hin und her fahren. Es kommt dann zur Aussöhnung dieser Geschwister, die früher mal einen Streit hatten. Und es stellt sich sogar heraus, dass die alte Dame viel vermögender war, als sie dachte und an einer prima Institution untergebracht werden kann. Unser Held verliebt sich nun und zwar ausgerechnet in die Frau, die seinen Vater angefahren hat. Und er verliert seine Unschuld mit ihr, denn als katholischer Priester hat er sich dem Weibe nicht genaht. Sie verraten uns schon alles, was in der zweiten... Wissen Sie, ich genieße das ungemein. Erzählen Sie weiter, Sie machen das so sarkastisch. Ja. Ja. Nun wohl, es ist so, dass er, als er diese Reise bucht, wegen des billigen Preises ein Komplettangebot mit Hotel und Flug nimmt und sich nun unversehens als Mitglied einer Reisegruppe wiederfindet. Und diese Reisegruppe strömt durch den Roman mit ihm zusammen als komisches Personal. Wir finden da die Typen des Geizigen, des Beschwerden. Des Geizigen, dessen, ja, der sich ewig beschwert. Ein Hochzeitspaar auf einer Reise, das sich schrecklich verkracht hat. Und dann noch, ganz wichtig, ein Tourismusforscher, der Material sucht zur Untermauerung seiner These, dass der Massentourismus die moderne Religion, Weltreligion wird. Das Ganze endet milde, happy, er fährt zurück. Seine Yolande kommt möglicherweise hinterher. Na, wie beurteilen Sie das? Ja, also nach dem, wie Sie es gesagt haben, braucht man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Und doch kann man noch viel sagen. Bitte. Ja, also nachdem ich auch gerade von so einer Reise zurückkomme, kann ich bezeugen, dass es gut beobachtet ist. Diese Typen gibt es wirklich. Was mich an dem Roman gestört hat, ist, dass er so hausbacken ist und so entsetzlich bieder. Und dass man wahrscheinlich nach Graham Greene mit abgefallenen Priestern vielleicht ein bisschen sparsamer umgehen sollte, mag ich auch nicht mehr so rasend gern. Und dass ein so abgenutztes Mittel, wie zum Beispiel, wenn man eine Konfliktlösung herbeiführen will, dass man das mittels Erbschaft tut, um alle zufriedenzustellen, ist, glaube ich, heute nicht mehr erlaubt. Ja, das ist das Vehikel des Buchs. Und in der Tat hat mich bei der Lektüre nachher auch gestört. Am meisten hat mich gestört die Unglaubwürdigkeit des Helden. Jemand, der so lange verkorkst als Priester ist, dass der dann also so großzügig und frei und auch in der Liebe so selbstlos und gleich so toll und alles ist. Das ist ziemlich schrecklich, weil der Roman von Psychologie nichts wissen will. Er ist ein Unterhaltungsroman. Jetzt möchte ich aber die geschürzten Lippen der Damen korrigieren oder zumindest möchte ich denen widersprechen und sagen, das liegt natürlich auch daran, dass wir in Deutschland, sobald etwas unterhaltsam ist, sofort in die Ecke gehen und sagen, um Gottes Willen. Denn der Roman ist, Frau Löffler hat es ja schon bestätigt, das ist ein Roman über den Massentourismus. Und in diesem, wenn man das Vehikel weglässt, in der Beschreibung des Massentourismus, das geht los, wie er beschreibt, wie man am Flughafen ankommt und die freudigen... Das ist sehr schön. Die ganze Anfangssequenz. Oder die ganze Beschreibung, wie es Begrüßungscocktails gibt von scheußlichen Getränken, wie die Hotelzimmer aussehen, wie die Strände aussehen. Sie haben ja gesagt, man erlebt es wirklich. Darf ich eins dazu sagen? Ich habe sie Flugzeug gelesen und dauernd schallend gelacht. Ja, also. Aber gelacht. Unter Ihrem Niveau, würden Sie sagen. Wir haben gelacht und das Buch ist schlecht. Na, das finde ich auch. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man eine Misere, etwas Scheußliches, Abstoßendes, Widerliches, Langweiliges, genau so verdoppelt, dass man beim Lesen all das Scheußliche, Widerliche, Langweilige sich sieht. Man muss doch, damit es Literatur wird, komische Literatur wird, eine Prise dazu tun, damit es komisch wird. Und die fehlt bei Lodge. Es ist ein Protokoll, eine Misere. Unser die Prise Held, findet statt. Unser ich Held will Ihnen sagen, wird, die Prise findet statt, indem der Tourismus... in die Küche, ins Bad, aufs Klo. Er macht die Tür auf, macht sie wieder zu. Es ist also sowas von... Ja.
Liebe Frau Sichtermann. Redundant, wenn ich dieses Wort hier... Ja, ich verstehe. Sie haben, der Roman hat Ihnen keinen Spaß bereitet und Sie haben ihn ein bisschen widerwillig gelesen. Er hat Sie mich geärgert, gelacht, weil ich bessere Sachen von Lodge kenne. Ja, jetzt passen Sie mal auf, dass es bessere Bücher von Lodge gibt, ist kein Argument. Sie können nicht gegen den Wilhelm Tell argumentieren, aber der Mann hat früher einen Wallenstein geschrieben. Schon wahr, der Wallenstein ist besser. Jetzt hat er dieses Buch geschrieben. Das ist aber kein Tell hier. Also da nein. Es ist hier zunächst einmal ein englischer Unterhaltungsroman. Und wenn das Buch von Bulgakov tief verwurzelt ist in der russischen Tradition, ohne Tolstoi, Dostoevsky und Gogol gar nicht vorstellbar, ist dieses Buch ohne Graham Greene, ohne Priestley, ohne Goldsworthy auch nicht vorstellbar. Was mich an dem Roman besonders interessiert... Sie meinen, das ist epigonal. Habe ich das verstanden? Ja, es ist epigonal, nur... Aber in dem Fall ist es ein Lob. Nein. Es ist kein Lob, sondern von einem Unterhaltungsroman erwarte ich nicht, dass er neue künstlerische Mittel erprobt. Gut, Unterhaltungsroman, dann muss man sagen, dass wir die Paradigmen jetzt gewechselt haben. Bedient sich der überlieferten Mittel. Das Buch hat viele Schwächen und 3-4 Vorzüge. Erstens, es ist nicht langweilig, schon mal gut. Zweitens, es ist ziemlich witzig und geistreich. Es ist schon sehr intelligent geschrieben. Wer gewohnt ist, deutsche zeitgenössische Literatur zu lesen, ist schon froh, so was Intelligentes mal in die Hand zu bekommen. Ja, außerdem werden hier Drohung, verschiedene Lebenserfahrungen dargestellt. Es ist interessant, dass die beiden Damen mit keinem Wort erwähnt haben, dass dieser Pfarrer, der da jetzt nun nicht mehr als Pfarrer tätig ist, große sexuelle Schwierigkeiten hat, nämlich totale... Ich habe das erwähnt. Ja, doch, ich auch. Ja. Ach so, aber dass ein Teil dieses Buches nichts anderes darstellt, als die Bemühungen einer Dame, ihm wieder zur Sexualität zu verhelfen. Darüber 10 Seiten. Nein, das ist viel mehr. Und ziemlich die schrecklichsten des ganzen Buches, das gebe ich zu. Ja. Freunde, Herr Reich-Hanitzky, ich mag das Buch aus einem ganzen... Ich möchte ihr erwidern dürfen, was das Buch doch darüber hinaus hebt. Wirklich genau die These, dass Leute, der spielt wie sein erster Roman eigentlich in dem englischen Industriegebiet, wo die Leute raus wollen aus dieser grauen Tristesse und das Paradies suchen. Und er schildert sehr genau, dass man in eine noch grauere Tristesse, er schildert es übrigens für mich auch sehr, ich habe genau wie Frau Löffler wirklich oft sehr lachen müssen, weil er sehr komisch und genau beobachtet, aber er macht es eine Spur weiter und das mag ihm geglückt sein oder nicht, ich finde es zumindest einen guten Ansatz, er sieht den Tourismus als neue Religion. Das ist die neue Verheißung. So wie es eines Tages für einen Theologen das Paradies nicht mehr gibt, weil das wird nicht mit Nachthemden bevölkert sein, wo man singt und spielt und sonst was. So erfährt er, dass es das touristische Paradies auch dort nicht gibt, wo es meist noch zu Hause ist, nämlich in Hawaii. Die Idee, auch die Metaphorik, Paradies, es sterben auch in diesem Roman Menschen, die ans Jenseits denken. Der Katholik hat seine Glaubenskrise, da haben wir also auch noch so einen metaphorischen Kreis. Alles geschenkt, das ist für sich interessant, aber wie er es macht, umsetzt und sprachlich bringt, haut es nicht hin. Frau Löffler sagte, glaube ich, so etwas wie bieder, das hatte ich mir auch notiert, entsetzlich betulich. Ja, ich war so, jetzt lassen Sie mich bitte noch eine Sache erzählen. Eine Sache erzählen. Ich möchte hören. Ich habe mir am Schluss gedacht, vielleicht tue ich diesem Buch doch Unrecht. Vielleicht bin ich nur sauer, weil mir ein anderes besser gefallen hat und ich gebe Ihnen recht. Das ist kein Argument. Ich mache doch, jetzt noch ein Argument. Probe. Saubere Arbeit ist das viel bessere ist viel Buch. Besser. Saubere Arbeit ist saubere Arbeit. Ja. Gut, also ich mache noch eine Probe, schlage das Buch jetzt mal an irgendeiner Stelle auf, Finger drauf und wenn das ein Satz ist, der irgendetwas hat, mich anspringt, dann lese ich noch mal weiter und überprüfe mein Urteil. Ich habe es gemacht und da stand, am nächsten Morgen aßen Sie früher. So ist das ganze Buch. Ja? Diese entsetzliche Banalität, die Wissen Sie, Frau Sichtermann, bevor ich den Satz verurteile, den Sie zitieren, müsste ich wissen, warum Sie früher aßen. Was sich in der Nacht abgespielt hat, dass Sie so früh... Es ist völlig egal. Nein, mir ist es nicht egal. Passen Sie mal auf, wir reden aneinander vorbei. Dieser David Lodge und dieses Buch ist meine Literatur nicht.
interessiert mich gar nicht, diese Literatur. Nur, das ist eine Literatur, die dringend gebraucht wird. Und ich befürworte sie deshalb. Das ist der Unterschied zwischen uns. Lassen Sie mich jetzt mal auch ausreden. Es könnte meine sein. Nein, mich interessieren Unterhaltungsromane nicht. Aber ich finde sie dringend nötig. Denn wenn es keine guten, intelligenten Unterhaltungsromane gibt, rennen die Leser alle weg. Sie können nicht den Lesern Mann ohne Eigenschaft. Das kann ich nicht akzeptieren. So herablassend kann man über Leser nicht reden. Was heißt sozusagen, es gibt für die Leserschaft, da muss es auch solche Unterhaltungsromane geben. Natürlich muss es geben. Es geht nicht, dass wir nur die Alternative haben. Auf der einen Seite Kitschromane, auf der anderen Seite hohe Literatur. Und diese Zwischenebene haben die Engländer fabelhaft und vorexerziert. Und ich schätze das, das ist witzig, das ist intelligent, es ist nicht ergreifend und erschütternd. Aber es ist auch in manchen belehrend, dass die schwächste Stelle des Buches Ihnen gefallen hat. Nämlich der deutsche Tiefsinn, den Herr Lodge bringt, dass eigentlich die Touristik, Heilserwartung, Paradies auf Erden, der Himmel, das ist ja so eine theologische Konzession, bisschen ironisch. Das ist das ironisch. Thema des ganzen Buchs, nicht eine Stelle. Ja, aber das, den Titel nicht verstanden, darauf hätte oder? Ich gerne verzichtet. Aber Freunde, es ist spät, wir müssen zum nächsten Buch übergehen. Ruth Klüger, 1931 in Wien geboren. Jüdin aus Wien, ist jetzt Germanistin in Irvine an der University of California. Sie hat unter ihrem Namen Ruth Engres, sie war verheiratet mit einem Herrn Engres, mehrere literarhistorische Bücher, germanistische Bücher, beachtliche Sachen publiziert. Jetzt ein erstes Buch ganz anderer Art. Ihre meisten Bücher sind, glaube ich, alle englisch geschrieben. Dies ist deutsch geschrieben. Titel: Weiter leben. Sie schildert. Untertitel eine Jugend. Untertitel eine Jugend. Ja, der ist naheliegend. Es ist in der Tat nur die Jugend drin. Es ist sind ihre Erlebnisse als Kind in Wien. Es sind ihr, also schon nach dem Anschluss natürlich, also sie ist ja 31 geboren, 38 war der Anschluss. Sie wurde als 12-Jährige nach Theresienstadt deportiert, von dort nach Auschwitz und von Auschwitz nach Großrosen. Hat dort schließlich überlebt, ist geflohen aus dem Lager am letzten Augenblick. Als der Krieg zu Ende war, war sie 14 Jahre alt. Das Buch schildert diese Zeit bis 45, vor allem der dritte Teil ihrer Zeit nach der Flucht, unter anderem in Göttingen, auch in am nächsten Bayern. In Bayern, in Regensburg, dann in München und Regensburg, dann in Amerika, später wieder in Göttingen. Bücher über Konzentrationslager und die Erlebnisse von Häftlingen lese ich sehr ungern. Ich will die Bücher nicht lesen. Denn ich habe zu viel in diesem Bereich erlebt. Ich will solche Bücher nicht lesen. Und ich habe dieses Buch gelesen mit Interesse und mit wachsendem Interesse. Und plötzlich habe ich gesehen, endlich ein Buch, nicht über dieses Thema. Sie interessieren sich für Kiew und die Kämpfe um Kiew. Ich interessiere mich gar nicht für das Thema des Buches, sondern ich sehe hier ein Stück Literatur. Hier ist, was die Frau als Kind erlebt hat. Geschildert mit einer ungewöhnlichen Sprache, ein literarisch außerordentliches Buch. Ich bin der Ansicht, dass es zum Besten gehört, was in diesen letzten 2, 3, 4 Jahren in deutscher Sprache erschienen ist. Es ist ein Buch, das zwei Dinge zu verquicken versucht. Nämlich die Perspektive eines Kindes, eines 12-, 13-jährigen Kindes, mit der Perspektive der heutigen reifen Autorin. Und es ist ein Buch, das überhaupt keine Gräuel ausbreitet oder schildert, keine Folterungen und dergleichen, und das gleichwohl das, was geschehen ist, nicht im geringsten bagatellisiert. Es ist ein intellektuelles und hochliterarisches Buch. Übrigens literarisch auch in dem Sinn, dass es immer wieder die Literatur einbezieht in das Werk. Das Kind kann viele Gedichte, deutsche Gedichte, auswendig und spricht sich in schrecklichen Augenblicken vor, um sich irgendwie zu beruhigen. Das Kind findet
in einem Lager nachher in Großrosen ein altes, zerrissenes Lesebuch. Und in dem Lesebuch findet es den Osterspaziergang und liest den Osterspaziergang in den Text beziehend auf die Verhältnisse in dem Lager. Mich hat eine Sache verblüfft, als Leser. Ich weiß doch, wie das Buch endet. Die Frau hat es überlebt, sie lebt, Gott sei Dank, in Irvine. Und das Buch war, verzeihen Sie das Wort, das unangemessen, mit Rücksicht auf die Thematik, unangemessen scheinen mag. Das Buch ist spannend. Ist unerhört spannend. Ich wollte wissen, was kommt jetzt? Wie wird es weitergehen? Wie wird das Kind das ertragen? Denn es kommt zu allem noch der Konflikt zwischen diesem Kind und der Mutter. Die Mutter, die sehr skeptisch, ja negativ von dem Kind gesehen wird. Wie wird das Kind das alles überleben und wie wird sie schließlich fliehen? Was wird daraus werden? Es ist ein ganz ungewöhnliches Buch. Und wenn etwas als Parallele hinzugezogen werden kann, das ist einerseits der Primo Levi, dessen Buch, über das wir vor einigen Jahren hier sprachen, und sprachlich, sehr merkwürdig, es ist in einem Wiener Deutsch geschrieben, das mir so merkwürdig bekannt vorkam. Und dann merkte ich erst, woher ich es kenne. Es erinnert mich an das Deutsch, das ich sehr geschätzt habe, das ist ein positiver Vergleich, von Hilde Spiel. Das ist etwa auf diese Art und Weise geschrieben. Ich finde, die Autorin wendet sich gegen das Wort erschütternd. Man soll es nicht als erschütternd bezeichnen. Nein, es erschütterte mich nicht so sehr, es hat mich ergriffen. Das war was anderes. Und es hat einen Höhepunkt, das Buch, bei der Begegnung der ganz jungen, die schon Studentin ist, 16, 17 Jahre alt in Regensburg, mit einem jungen Intellektuellen, Christoph, redet sie. Und der Christoph interessiert sie sehr, der neue deutsche Intellektuelle der Nachkriegszeit. Dieser Christoph hat jetzt im Bayerischen Rundfunk über das Buch sehr schön geschrieben. Und wir wissen, wer Christoph ist. Er heißt Martin Walser. Und es ist erschütternd, wie dieser Walser einen Vortrag hält, das beschreibt sie, über Auschwitz. Und sie fragt ihn, wenn du über Auschwitz sprichst, warum hast du mich nicht befragt, wie das war? Das wollte er. Er sagte, ich dachte, du warst nur im Theresienstadt gewesen. Nein, er war, für ihn war Auschwitz eine große Metapher, ein großes Bild, aber das reale Leiden des Menschen, der neben ihm saß, das wollte er von sich schieben. Das ist sehr interessant, das ist nicht gegen Walser geschrieben, überhaupt nicht, aber sehr bezeichnend für das Verhältnis vieler. Ich glaube, es ist ein ganz bedeutendes Buch und ich finde, es ist hoch anzurechnen dem unbekannten Verlag, ein junger Verleger, dass dieses Buch gemacht wurde. Denn es hat nicht viel gefehlt und das Buch wäre gar nicht erschienen. Deutschlands vorzüglichster Verlag, der Suhrkamp Verlag, hat dieses Buch abgelehnt. Unbegreiflich. Ja, ich kann dem nur zustimmen, was Sie sagen, Herr Reichernitzki. Vielleicht noch ein oder zwei persönliche Eindrücke dazu. In der Tat ist dieses Buch ganz ohne Pathos geschrieben. Ganz ohne diesen pathetischen Leidensdruck, den man möglicherweise von solchen Büchern erwarten würde. Es ist aber auch total schonungslos und auch schonungslos gegen sich selbst. Und ich denke, es berichtet in der Tat nicht nur von der Jugend, sondern es zeigt die Schäden, die Dauerschäden, die jemand, der so etwas erlebt hat, sein ganzes Leben lang mit sich trägt. Auch die Neurosen, mit denen er sich dann sein Leben lang zu quälen hat. Und auch das vollkommen mitleidlos mit sich selbst, schonungslos gegen sich selbst, wird das eigentlich alles referiert. Ich darf Ihnen nur noch eins sagen. Ich würde es gar nicht so sehr mit Primo Levi, der mir natürlich auch eingefallen ist, vergleichen. Sie zitiert ihn ja auch. Ja, aber ich würde es eigentlich eher in eine Reihe stellen mit jenen Büchern, Erinnerungsbüchern von Leuten, die Auschwitz als Kinder erlebt haben. Also sagen wir mal die Cordelia Edvardsson, Gebranntes Kind sucht das Feuer. An das habe ich mich oft erinnert gefühlt, auch wegen des Verhältnisses zur Mutter. Auch Imre Kertész, der ebenfalls als ungarisches Kind im Auschwitz war. In gewisser Weise Kosinski, in gewisser Weise natürlich auch der Elie Wiesel. Also das ist sozusagen noch eine Verschärfung. Ja, aber der Wiesel ist sehr pathetisch. Ja, ja, aber es ist eine Verschärfung des Erlebnisses, wenn man das als 12-, 13-, 14-jähriger junger Mensch erlebt hat. Also ich habe, dem kann man wirklich nur zustimmen,
Ich denke aber, man muss ein paar Qualitäten des Buchs noch genauer beschreiben. Es ist ein Buch, das nicht nur das eigene Leben verarbeitet, sondern die Literatur über Auschwitz mit in die Reflexion nimmt. Ja. Zum Beispiel Peter Weiß, zum Beispiel Levi. Und sagt dann zweitens, es ist ein Buch, was Herr Reich-Ranicki sagte, es fehlen die Brutalitäten der Nazizeit. Und genau deshalb, weil sie fehlen, schildert es an Kleinigkeiten viel schlimmere Brutalitäten. Ja. Zum Beispiel am Anfang ein verbotener Kinobesuch. Die geht ins Kino, wo Juden nicht mehr reingehen dürfen. Und man erlebt diese schreckliche Angst, neben ihr sitzen Nazis. Und wenn die die anzeigen, ist sie sozusagen geliefert. Diese Alltäglichkeit, wo man nicht eine Hundepeitsche braucht, um Grausamkeit zu... Oder ein Nebensatz, in dem Ottlar Kafka auftaucht. Als eine, die Schwester von, Lieblingsschwester von Kafka, die verschwindet. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen wollte, eine, die dadurch fehlt das Pathos, die sagt, ich habe kein Recht eigentlich, ein Buch darüber zu schreiben, denn ich gehöre zu euch, die nicht in Auschwitz waren. Wer es nämlich überlebt hat, ist auf der Seite der Sieger. Mhm. Sie sagt also, eigentlich kann ein Auschwitz-Buch, könnte nur geschrieben werden aus der Gaskammer heraus, sozusagen. Mhm. Und sie sagt, das ist ja ein Buch mit einem Happy End, in Anführungszeichen. Ja, es ist eine Escape-Story. Es ist eine Escape-Story, wie sie sagt. Und dieses, dass sie dann auch sagt, und das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, dass sie nicht so tut, als würde die Sache, dass man von den Nazis zu Opfern gestellt, die Familie etwa harmonischer machen und Streit zwischen Tante und Mutter oder die Beziehung zur Mutter, auch das macht das Buch so ungeheuer aufrichtig, dass man auf einmal entdeckt, dass es wirklich nichts beschönigt. Darf ich nur einen Satz noch hinzufügen? Sie sagt es ja sogar ausdrücklich. Sie sagt, es ist ja nicht wahr, dass einen das Erlebnis Auschwitz zu einem besseren Menschen macht. Ja. Es gibt erörternde Passagen, längere erörternde essayistische Passagen in diesem Buch, die es ja zu einem Beitrag machen, auch zur heutigen Debatte über das aus begreiflichen Gründen natürlich unendlich belastete, verkrampfte, schwierige Verhältnis zwischen Deutschen und Juden. Also sie bringt zum Beispiel die Frage, warum soll Auschwitz eigentlich ein Museum bleiben? Ist es in Ordnung, wenn wir das restaurieren? Die Frage ist jetzt auch, im Moment geht sie gerade durch die Zeitungen. Mhm. Ja, sie kennt zwei junge Männer, die dort Zäune angestrichen haben und ganz stolz darauf sind. Und sie fragt sich, warum. Und als sie Theresienstadt noch einmal besucht, was sie macht, nach Auschwitz will sie nicht noch mal gehen. Da ist sie ganz glücklich darüber, zu sehen, dass in dem Raum, in dem sie gepfercht war mit vielen anderen Jugendlichen zusammen, jetzt eine Familie wohnt, die dort ihr Wohnzimmer hat. Andere Fragen sind zum Beispiel, gibt es ein erleichterndes Vergessen, ein nötiges Vergessen? Die Frage stellt sie. Und, ja, aber die Qualität des Buches hat eine Quelle und eine Wurzel. Das alles stimmt mit der Aufrichtigkeit, mit den vielen Details, die so signifikant sind. Alles ist wahr. Das Wichtigste ist, diese Frau kann etwas, was in diesem Land, in Deutschland, wenige Menschen können. Sie kann Deutsch schreiben. Es hat eine sprachliche Qualität von großer Wirkung. Die ästhetische Qualität wird hier zur moralischen automatisch. Das ist ganz automatisch, das eine mit dem anderen. Ich glaube, dass gerade dieses Buch, wie kaum ein anderes von vergleichbarer Thematik, wirklich gelesen werden sollte. Es gibt da einen Satz, den wir in Kritiken seit 30 Jahren bis zum Erbrechen lesen. Den habe ich in meinem Leben noch nicht geschrieben. Hier sage ich den Satz, nämlich, das gehört in deutsche Lesebücher. Natürlich nicht das Ganze, aber vielleicht einzelne Kapitel. Dieses Buch sollte wirklich bekannt werden, weil es über alles andere hinaus, durch die Schreibkraft, die Atmosphäre, das Klima dieser Vorgänge zeigt und damit den totalitären Staat. Ich möchte Ihnen nur in einem Punkt sehr entschieden widersprechen, als ob man trennen könnte, dass ein Buch also richtige Fakten und schildert und dann hat es noch eine tolle Sprache. Das ist in der Literatur ein und dasselbe. Ja, verzeihen Sie, Sie wiederholen, was ich gesagt habe. Der Punkt ist der, dass das Buch eben dadurch so wahr ist, dass es fähig ist, das, was sie erlebt hat,
aufzuschreiben. Aber lieber, ich sage, Sie wiederholen, ich habe doch gesagt, die künstlerische, ästhetische Qualität ist hier automatisch die moralische Qualität. Darf ich ein Beispiel bringen, das könnte das illustrieren? Ja. Wir glauben doch eigentlich, dass wir genau wissen, wie es in Auschwitz zugegangen ist. In dem Buch erzählt die Ruth Klüger, sie werde immer wieder gefragt, was habt ihr Kinder in Auschwitz eigentlich gemacht? Und die Antwort darauf ist, Appell gestanden sind wir, Todesangst habe ich gehabt und Durst. Durst meist und da würde ich sagen, in dieser Weise habe ich das überhaupt noch nie gelesen. Und sie fügt an, dass diese Verallgemeinerungen, dass die Leute glauben zu wissen, wie es da war, heißt ja, es war für alle gleich, ein großer Fehler sind. Dass selbst im KZ, wo man glaubt, dass es ein Gleichmacher sei, dass das von jedem anders erlebt wird. Sie räumt auch mit dem berühmten Klischee von der angeblich preußischen Ordnung auf, ja, mit der das ist eine sehr gute Beobachtung. Ja, das ist natürlich die Unordnung. Wer andere verachtet, bemüht sich doch gar nicht, da Ordnung zu machen, sondern da herrscht das Übrigens, Chaos. Als Beispiel dazu, preußische Ordnung, Drittes Reich, Verfolgung. Sie wissen, als das Warschauer Ghetto von deutschen Behörden beschlossen wurde, haben es die Idioten überhaupt nicht gewusst, was sie machen, mussten die Anordnung zurückziehen, weil es nicht realisierbar war. Und es wurde erst ein Jahr später realisiert. So lange haben die Vorbereitung gedauert. Genauso war hier, ging alles drunter und drüber. Es sind nicht die intelligentesten Söhne der Nation nach Auschwitz als Wärter geschickt worden, um das Organisatorische dessen, was sich da abspielte. Gut, dieses Buch der Ruth Klüger, da haben wir uns eigentlich beinahe alle geeinigt. Nicht und beinahe, wir ja, haben uns wir haben uns geeinigt. Na, das ist, wir müssen ja nicht immer streiten, verpflichtet sind wir nicht. Jetzt also Sebald, die Auswanderer. Gewanderten. Die Ausgewanderten, ja. Ja, also das sind Geschichten von Emigranten. Und zwar Emigrant, der erste Geschichte ist die Geschichte eines Arztes in England, der Selbstmord macht nach langen Jahren, weil er aus Riga, aus dem Baltikum ausgewandert ist, eigentlich von seiner Frau später verachtet wird. Also es sind Bücher, es sind Geschichten, um es kurz zu machen, die alle davon handeln, was man verliert, wenn man seine Heimat verliert und eine neue Heimat sucht. Die neue Heimat, die die Leute suchen, ist in einer der schönsten der vier Geschichten, das heißt, sie sind eigentlich alle sehr schön, ist Jerusalem. Und die Enttäuschung beginnt, als man in Jerusalem nicht die Heimat findet, sondern dort entdeckt, dass das auch nur ein projiziertes Paradies ist. Das Geheimnis von Sebalds Geschichten ist, dass man sich nicht sehr leicht klar darüber wird, ob es Fiktionen oder Aufzeichnungen sind. Es sind wahrscheinlich bearbeitete Aufzeichnungen. Er benutzt auch Fotografien als Dokumente, übrigens sehr unscharfe Fotografien, was sehr gut ist, weil sie klar machen, wie Dokumente manchmal gerade dadurch wirken, dass sie nicht deutlich sind, sondern dass sie eine verschwommene Erinnerung. Er hat einen durchgehenden, für mich sehr anrührenden künstlerischen Trick. Es taucht in allen Geschichten Nabokov auf, als Schmetterlingsjäger, als Kind mal als alter Mann. Und die Geschichten haben für mich einen großen Vorteil dadurch, dass sie vergessen zu werden droht, beschwören und aufbewahren und gegen die deutsche Vergesslichkeit angeschrieben sind. Ich finde die schönste Geschichte die letzte Geschichte, wo eine Kindheit eines jüdischen Mädchens, das die Mutter des einen aufgespürten Menschen ist, geschildert wird in der deutschen Provinz und wo geschildert wird, wie von dem nichts mehr übrig ist. Kein Friedhof, keine Erinnerung, nichts mehr. Und in dieser Beschwörung einer deutschen Idylle, die Mutter war Krankenschwester im Ersten Weltkrieg und so weiter und so fort, gipfelt das Buch, das aber auch sonst, jetzt müsste ich Sie zitieren und sagen, von einer außergewöhnlichen Sprachkraft ist, wie man sie sehr selten so lesen kann. Vielleicht müsste man dazu sagen, dass der W.G. Sebald selbst ein Ausgewanderter ist. Ja. Er stammt aus dem Allgäu, ist Germanist und Anglist, glaube ich, und vor allem Germanist. Und lebt, ich glaube, schon seit mehr als 25 Jahren an der Universität Norfolk in England.
ich glaube, dass dieser autobiografische Bezug deshalb wichtig ist, weil er eigentlich auch das immer wieder in der, als Beobachtungs- und Vergleichsmoment einbringt in die Geschichten. Ja. Dass er selbst diesen fremden Blick auf Deutschland hat, in den Geschichten, wo er wieder sich mit seiner eigenen Familie beschäftigt und auch wieder zurückfährt ins Allgäu und die Wurzeln der eigenen Familie sucht, wenn es denn die eigene Familie ist, zeigen doch auch immer wieder diesen fremden Blick, aber auch dieses Unbehauste, die Suche nach Heimat oder einer fiktiven Heimat aus dieser Unstetheit und aus dieser Verstoßenheit heraus. Das ist überhaupt, glaube ich, sein Lebensthema. Er hat übrigens auch wunderbare Essays geschrieben zu dem Thema Unheimliche Heimat. Er hat eine starke Nase für das Skurrile, das Wunderliche, Absonderliche, was er aufspürt in seinen Figuren. Und da er auch über sich selber schreibt, denn er hat alle diese vier Menschen irgendwann einmal getroffen, wenn auch nur oft nur kurz, und hat dann recherchieren müssen, weiß man, er ist eigentlich ein schüchterner, ein diskreter, ein zurückhaltender Mensch. Und es muss ihn Überwindung gekostet haben, seinen Gewehrsleuten all dieses Material abzuzwacken. Man fragt sich, wie hat er das eigentlich gemacht? Also ich habe dieses Buch gelesen und dabei gedacht, im Grunde sind diese vier Gestalten Selbstläufer. Das interessiert einen immer, so ein skurriler Maler, der vertrieben aus München als jüdischer Junge nach England kommt und dann da sitzt und malt und um sich herum den Staub vermehrt. Er mag keine abgestaubten Räume. Also das hat in der Art, wie die Pointen gesetzt werden, was, ja, also fast schon, als ob der Autor irgendetwas zitiert. Mir erschien es... ich mache es jetzt kurz. Ich finde, er hat vor seinem Stoff ein bisschen resigniert. Hätte mehr daraus machen können. Zum Beispiel die zweite Geschichte, die mir am besten gefiel. Ein Mann, der auswandert nach Amerika, dort Butler wird und mit seinem Herrn, einem jungen Mann mit Namen Cosmo, ein Spieler überall in Europa und im Vorderen Orient, die Banken sprengt. Warum hat er daraus keinen Roman gemacht? Also diese Erzählungen haben etwas sehr Defensives. Und ich finde diesen Gesichtspunkt völlig unabhängig von dem Buch für nicht zulässig. Die können einem Autor nicht vorwerfen, die können sie auch dem Goethe vorwerfen. Er hätte ja aus dem Faust manches doch mehr rausholen können, aus dem Stoff. Und vielleicht Shakespeare hat im Hamlet den vierten Akt versaut, der ist so schlecht. Das geht nicht, sie können nicht. Der Sebald hat das man daraus gemacht. Man kann es sehr gemacht. Wohl sagen, man kann ja, es feststellen. Nein, man kann tut man es trotzdem. Sagen. Nein, nein, es ich meine, sind der vier Sebald Erzählungen. Muss das Gefühl gehabt haben, denn der Titel, ja. Dass er darauf sicher... angespielt hat, wenn er es nennt, vier lange Geschichten. Ja. Weil er zum Beispiel andeuten will, ja, vielleicht wäre das Romane, die ich zu frühzeitig abgebrochen habe, vielleicht habe ich sie aus Scheu und in... Er hat sie nicht pointiert. Sie sind nicht pointiert in dem Sinne. Die Erzählweise des Sebald ist überhaupt eine andere. Ja. Das ist kein exuberanter Erzähler, sondern er hält sich sehr, sehr genau an diese Fakten, diesen Pseudorealismus, den er, oder diese stimulierenden Mittel des Fotos, der Authentizität, die er da einbaut, sind ja auch Hilfen beim Schreiben, die er braucht. Mir haben die Fotos überhaupt nicht gefallen. Ja, das ist furchtbar. Ich fand es entsetzlich. Ja. Diese kleinen Hinweiszettelchen, das hatte was hilflos Privates. Nein, ich weiß nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir wollen mal nicht verheimlichen, dass da noch was ist. Er hat nicht nur Fotos gebracht, sondern verschiedene Dokumente fotografiert. Ja. Eintrittskarten, Landkarten, wunderbar. Alles Mögliche. Nein, das ein wunderbar ist literarisches Mittel. Nein, das ist ein Mittel für den Trivialroman. Aber ich bitte Sie. Ich kenne keinen Trivialroman, der Fahrscheine ab. Oh, nein, das ist ein Collage, eine literarische Collagentechnik, die ich bei Sebald ausgezeichnet finde. Also es tut mir sehr leid. Lieber, alles, was ein Romancier oder Geschichtenerzähler schreibt, ist erfunden. Alles ist erfunden. Ja. Und wenn es von einer künstlerischen Kraft... Diese Fahrkarte ist auch erfunden. Lassen Sie mich ausreden. Indem sie wenn es von einer ist. Künstlerischen Kraft beglaubigt ist, wird das Erfundene
authentisch. Ja. Und das wird nicht authentisch, indem ich eine Fahrkarte, einen Zeitungsausschnitt... Aber Herr Reichert, Entschuldigung, Sie kennen Sie den Surrealismus, hat so begonnen mit authentischen Fahrkarten, die an die Wand geklebt werden, mit Schreibmaschinen, die echt... Und sehr schnell ist das alles zu Ende. Nein, das sind aber große Kunstwerke. Nein, und das ist aber... Also verzeihen Sie, dass seine Authentizität also immer unter Anführungszeichen sehr ironisch oft. Und dass das ein literarisches Spiel ist und ein Kunst, kein Kunstmittel. Ihr seid begeistert, offenbar alle drei von dem Buch. Nein, ich will niemanden bekehren. Ich will niemanden bekehren. Aber ich kann nicht verheimlichen, dass mein Respekt vor dem Autor groß, meine Begeisterung gering ist. Ich glaube an das Buch nicht sehr. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist stofflich, natürlich interessant. Er hat die Biografien von vier Menschen, die sehr viel erlebt haben, aus Deutschland vertrieben wurden, gewandert sind von einem Land ins andere, verschiedene Berufe, verschiedene Unglücke. Das hat er alles dargestellt. Und es ist interessant, wenn wir die beiden Bücher nebeneinander stellen, die Ruth Klüger und dieses Buch. Bei der Ruth Klüger glaubte ich von einer fabelhaften Sprachkraft, aber einer, wie soll man sagen, zarten Kraft. Also die Sebald-Sprachkraft ist um nichts geringer. Aber nichts geringer. Die ist überhaupt nicht vorhanden. Um nichts geringer. Verzeihen Sie. Wirklich. Also, verzeihen Sie. Wirklich, das ist abstrus. Also wirklich. Lassen Sie doch eine andere Ansicht gelten. Wir haben gehört, Sie halten ihn für einen Meister deutscher Prosa. Die meisten Kritiken sind in den Zeitungen mit Titeln erschienen wie Meisterwerk, Doppelpunkt. Wie ja überhaupt in unserer Kritik heute alles schon gelobt wird. Und es gibt nur noch Meisterwerk. Es wird nicht alles gelobt, aber dieses Buch wird zu Recht gelobt. Gut. Ja, ich glaube es Ihnen, aber Sie erlauben, dass ich eine andere Ansicht äußere. Sie dürfen sich auch mal irren, ja. Ja, aber warum? Natürlich. Nein, ich kann mich nicht irren. Also Sie. Nein, Sie können sich nicht irren, Herr Karasek. Sie können nach 10 Jahren sagen, heute ist meine Ansicht über dieses Buch eine andere als damals. Aber Sie äußern heute Ihre heutige Ansicht. Das ist kein Irrtum. Nein, also Herr Reichert, jetzt geht die Vehemenz Ihrer Ablehnung provoziert. Sie natürlich ist auch ja eine gar nicht vehement, weil Sie mich nicht haben zu Ende aussprechen Sie eine provoziert, das Entscheidende provoziert natürlich auch die Vehemenz der Begeisterung. Aber nun lassen Sie mich begründen, warum ich... Das tun Sie schon die ganze Zeit. Nein, ich tue es nicht. Das Entscheidende in diesem Buch wie in 100 anderen ist die Sprache. Die Sprache dieses Autors ist imponierend. Und eine Philologensprache. Nein, man merkt in jedem Satz den Germanisten an, der eine gedrechselte, feierliche... Frau Klüger ist übrigens auch germanistisch. Ja, und ihr merkt man es nicht an. Man merkt es beiden nicht an. Nein, nein, mich werden Sie nicht überzeugen. Also das Wunderbare an dem W.G. Sebald ist, dass er eben keinen Stil schreibt, der auf sich aufmerksam machen will durch irgendwelche Mätzchen. Also das habe ich noch nicht gehört. Also noch habe ich seit 20 Jahren kein Buch gelesen, dessen Autor mehr bemüht wäre, auf seinen Stil aufmerksam. Ja, das finde ich überhaupt nicht. Aber nehmen Sie die erste Seite jeder Erzählung. Das ist so feierlich. Wir dürfen ja die Erzählung nicht mitbringen, weil wir die Bücher hier, sonst hätte ich jetzt die erste Seite vorgelesen. Ich habe nicht, im Gegenteil, es wird mich freuen, wenn das Buch viele Käufer findet, wenn es erfolgreich ist, mag es dem Autor zum großen Erfolg verhelfen. Ich halte es für keine authentische künstlerische Leistung. Ich halte es für das durchdachte Buch eines gebildeten Menschen, der Material gesammelt und sehr umständlich feierlich formuliert hat. Tut mir leid. Darf ich auch mal was Privatistisches dazu sagen? Ich habe ganz, ganz selten bei der Lektüre für das literarische Quartett wirklich so innegehalten wie bei diesem Buch und gedacht, ich bin sehr dankbar, dass ich das lesen musste. Ich habe ein Stück bedeutende Literatur entdeckt. Mir ging es ganz ähnlich. Ja, wissen Sie was? Dann kann ich nur sagen, wer war es? War es nicht Nathan bei Lessing, der sagt, wir werden uns in 20 Jahren hier wieder treffen und dann werden wir uns überlegen, wer sich noch an das Buch erinnert. Aber das lassen wir mal offen. Ich fürchte, ich werde mich nicht mehr erinnern, aber das hat biologische Gründe. Ja, seien wir nicht so streng. Freunde, also, der Fall Sebald bleibt offen. Ich weiß, die meisten sind hier, die anwesend sind, für das Buch, für den Autor, ich nicht. Und nun ein schwieriger Fall.
Simon, wer sollte das? Sie sollten das, glaube ich, einführen. Ja, ich werde es versuchen. Es ist sehr schwer, inhaltlich etwas zu diesem Buch zu referieren. Es ist eigentlich, vielleicht zurückführend zu Bulgakov, wiederum eine Kriegsgeschichte. Eine Kriegsgeschichte über mehrere Generationen, über mehrere Schlachtfelder hinweg, mehrere Handlungsstränge auf eine sehr komplizierte und komplexe Weise und auch auf eine sehr artifizielle Weise miteinander verflochten. Einerseits eine Figur, offensichtlich aus der Biografie des Simon, irgendein Vorfahre, ein Revolutionsgeneral der Französischen Revolution, der es geschafft hat, auch noch unter der Kaiserzeit General zu bleiben. Also das Leben eines Kriegs... Unschuld ist mit am Tod, an der Hinrichtung des französischen Königs. Ja. Das ist sehr wichtig für das ganze Buch. Also ein Kriegsheld oder ein Kriegshandwerker genau genommen, wird konterkariert mit einer anderen Kriegsgeschichte, nämlich der Erlebnisse George Orwells im Spanischen Bürgerkrieg, wo er auf Seiten der Volksmilizen kurz und erfolglos gekämpft hat. Und das wiederum konterkariert mit den Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg 1940 eines französischen Kavalleristen auf dem Rückzug vor dem Deutschen. Das sind sozusagen die drei Hauptstränge. Georgica heißt dieser Roman wohl deshalb, weil zu diesem ewigen Kriegsgeschäft, das hier erzählt wird, es sozusagen ein Utopissimum gibt, einen Gegensatz dazu. Dieser Revolutionsgeneral hat ein Landgut, das er eigentlich während dieser 40 Jahre, die er mit den französischen Armeen in Europa unterwegs ist, fast nie besucht, das aber eigentlich seine ganze Fantasie beherrscht. Er schreibt der Verwalterin seines Landgutes unendlich lange und sorgfältige Briefe, wo er ihr Anweisungen gibt, was sie zu pflanzen hat, welchen Baum sie zu beschneiden hat, was zu säen ist, wann zu ernten ist, wie mit der Ernte umzugehen ist, wann der Wein gekeltert werden muss und lauter solche Dinge. Georgica, natürlich ein Zitat von Vergil. Ich denke, dass das Landleben als ein Ablauf, der vorgegeben ist durch die Jahreszeiten, wo sich nichts ändert, als Gegensatz zu diesem Kriegsgeschäft wohl herhalten soll. Das Kriegsgeschäft, das eigentlich auch sich nicht ändert. Es ist genauso zyklisch. Es wird also andauernd getötet und vernichtet. Aber trotz allem sind die beiden in einer Spannung zueinander gehalten. Das, glaube ich, hält dieses Buch zusammen. Ganz abgesehen von der unglaublich komplizierten Machart, über die wir wahrscheinlich noch genauer reden werden. Eine Frage. Haben Sie das Buch bis zu Ende gelesen? Ich habe es, nachdem ich, wie ich heute schon sagte, auf Urlaub war, eine Woche lang habe ich es ununterbrochen gelesen. War viel Energie nötig? Ja, ich würde sagen, es war mein protestantisches Arbeitsethos, das mich durchhalten hat lassen. Ja. Darf ich da anknüpfen? Für mich war es ein Exerzitium, dieses Buch zu lesen. Ja, wirklich, wie sich im Mittelalter bestimmte Mönche gegeißelt haben dafür, dass sie gesündigt haben, das heißt, dass sie auf der Welt waren. Ich würde aber so sagen, musste ich dieses Buch lesen, um dafür zu büßen, dass ich lesen kann. Ja, aber es ist auch ein sportives Interesse. Man möchte doch dann zum Schluss auch wissen, was dabei rauskommt. Ja, aber es ist eine neue Funktion der Literatur, die Sie vorführen. Ganz interessant. Bestrafung. Und ich glaube sogar, Literatur ist Nesselhemd. Dass es ein bisschen so gemeint ist. Ja, es ist also eine... Das liebe ich. Das Buch ist langweilig. Es soll langweilig sein. Nein, ja, Langeweile, das trifft es nicht. Nein. Wenn man sich quält, ich bin noch nicht zu Ende mit meinem Exerzitium. Die Sache ist die, dass ich mich streckenweise bei diesem Exerzitium, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich masochistische Seiten dieser Art habe. Sie haben sich geregt. Ich habe ein bisschen Genuss dabei empfinden können, dieses Exerzitium über mich ergehen zu lassen. Ich nehme an, es hing damit zusammen, dass ich wusste, ich habe die Chance, mit Ihnen über das Buch zu sprechen. Wenn das nicht gewesen wäre, insofern würde ich sagen, es ist ein Kritikerbuch, es ist Programmliteratur. Ja. Man muss vielleicht die Stichworte Nouveau Roman jetzt nennen, ja, eine bestimmte Schule. Kommen wir gleich zu der Frage, Herr. Also, ich, wenn die Bekenntnisse. Entschuldigung. Nein, sprechen Sie nur, schon recht. Wenn die Bekenntnisse schon da so purzeln, ich hätte es, wenn ich es nicht hätte lesen müssen, wahrscheinlich nach 20 Seiten zur Seite gelegt und nie wieder angefasst. Ich bin aber dankbar, dass ich gezwungen war, es zu lesen. Es ist nicht leicht zu lesen, aber es beschenkt einen mit Passagen von ungeheurer Intensität und Eindringlichkeit. Wenn zum Beispiel ein
Personenzug an den Militärsoldaten vorbeiführt, wie die Schilder, oder ein Zug in Spanien, aus dem die Flüchtlinge raushängen, oder die Beschreibung der Orwellschen Umkehrung, dass man für die Revolution, für die Republik kämpft und von der Republik gesucht und vernichtet wird, weil die ein ganzes Bataillon aus. Der Begriff, was Sicherheit bedeutet, Securitat, also Staatssicherheit und Sicherheit. Es ist dann manchmal ein Buch, das vor höhnischer Ironie funkelt, wenn es solche politischen Passagen beschreibt. Es ist ein Buch, das ganz eindringlich Jahreszeiten beschreiben kann. Kälte, wie die Kälte in einen Körper reinsinkt. Sterbende Pferde. Es ist ein Buch, das zeigt, also so viel ist ganz sicher, es tut mir leid, Herr Reicher, ich muss mich da wiederholen, der Autor ist ein großer Schriftsteller. Das beweist er ganz sicher. Trotzdem ist das Buch eine schwere Bürde. Ja, Herr Karasek. Gerade deshalb, weil er sprachlich oft so wunderbar ist. Vielleicht sollte man sagen, er wollte Maler werden und er ist Maler geblieben als Schreiber. Seine Schilderungen sind unglaublich schön. Wie viele Entschuldigungen ihr dafür findet, dass ein Buch als Ganzes unmöglich ist. Wir müssen eine Frage mal hier beantworten. Hören ja manche Leute uns zu und können sich die Frage stellen, wenn das so ein Buch ist, wozu haben die das ins literarische Quartett überhaupt genommen? Nun, die Sache ist folgende. Claude Simon war in meinen Augen immer der langweiligste und schlechteste Repräsentant des Nouveau Roman. Ich hatte nie eine Schwäche für den französischen Nouveau Roman, habe aber den Michel Butor sehr geliebt. Aber die Anhänger des Nouveau Roman sagten mir immer, ja, sie lieben ihn immer da, wo er sich an den Nouveau Roman und seine Theorie nicht hält. Kann ja sein. Butor hat fabelhafte 2, 3 Bücher, Paris, Rom, Zeitplan dergleichen geschrieben. Der Rob Grier war schon schwächer, die Nathalie Sarraute sehr interessant und unmöglich war Claude Simon. Dann hat der Claude Simon ein Buch geschrieben, über das überall erzählt wurde, vor 11 Jahren oder 12 publiziert. Endlich ein gutes Buch von Claude Simon. 3 Jahre später hat er den Nobelpreis. Ja, das wissen wir ja, dass den Nobelpreis immer zweitrangige Autoren wie Thomas Mann, ja. Ja, mein Lieber, so ist er. Mein Lieber, hat ihn Strindberg bekommen? Nein, die Selma Lagerlöf. Hat ihn Henrik Ibsen bekommen? Nein. Björnsson. Hat ihn Isaac Babel bekommen? Nein, Ivan Bunin. Hat ihn Brecht bekommen? Nein, Hermann Hesse hat ihn damals bekommen. Also, die in Stockholm lieben die nicht so hervorragende Ware, aber wir wollen hier nicht über die Stockholmer Akademie reden. Gras wird ihn schon kriegen. Das wollen wir mal kurz andeuten. Da machen wir uns mal keine Sorgen, er wird ihn schon kriegen. Zurück zum Simon. Sie meinen, dass er dann im Kreis der Zweitrangigen aufgenommen ist? Ja, naja, wollen wir mal über den Nobelpreis nicht weiterreden. Wir haben ja genug Kummer gehabt. Es sind schon so miserable Schriftsteller in den letzten 10, 15 Jahren ausgezeichnet. Ja, aber der Umkehrschluss ist nicht erlaubt. Wenn man schlecht schreibt, kriegt man den Nobelpreis. Nein, da gibt es zu viele Kandidaten. So einfach ist es nicht. Also gegen Claude Simon den Nobelpreis anzuführen. Nein, nicht. Den Nobelpreis habe ich angeführt als Erklärung, warum ich dafür war, dass wir über dieses Buch hier reden. Wenn ein solches Buch dazu beigetragen hat, dass er den Nobelpreis bekommen hat. Er hat es nämlich den Preis 3 Jahre, nachdem das Buch erschienen war, erhalten. 3 oder 4. Die haben so lange gebraucht, um das zu lesen. Die hatten nicht unsere masochistische Mit dem Buch ist etwas passiert, was nicht so alltäglich ist. Die Bücher von Claude Simon haben nämlich allesamt eine Eigenschaft. Sie sind jedenfalls in Deutschland unverkäuflich. Seine Bücher waren im Piper Verlag und er hat den Simon rausgeschmissen. Bei S. Fischer und er hat ihn rausgeschmissen. Ich glaube, bei Suhrkamp auch. Überall ist er gescheitert. Schließlich hat sich der Rowohlt Verlag dieses vor 11 Jahren erschienenen Romans erbarmt. Warum denn? Weil Rowohlt die hehre Kunst so liebt und den schwierigen Roman gleichwohl der deutschen Nation zugänglich machen wollte. Oh nein! Rowohlt Verlag hat es fertiggebracht, dass eine Pariser Institution viel Geld für die Ausgabe geschenkt
gestiftet hat, damit sie erscheinen kann. Also ja, der Roman beweist ja eins. Aber wir wollen mal ganz vorsichtig sein. Es gibt, Herr Reich-Ranicki, nur dass wir einigen Missverständnissen vorbeugen. Es gibt Bücher, die eine ganz geringe Auflage haben und die trotzdem große Literatur sind. Der Umkehrschluss, dass ein Buch eine geringe Auflage hat, ist noch nicht. Nur noch so jetzt sozusagen, Rowohlt hat es vielleicht gemacht. Nein, sondern ich stelle die Frage, warum will kein Mensch den Claude Simon lesen? Ist nämlich sicher. Warum wollen ihn die Leute Moment. Es gibt sicher Autoren, an denen das Publikum scheitert, an denen die Leser scheitern. Und es gibt Leser, die an Büchern scheitern. In dem Fall, glaube ich, kann man das dem Claude Simon nicht zum Vorwurf machen, dass er so anspruchsvoll ist, dass er den Lesern Schwierigkeiten macht. Und das ist kein Argument gegen seine Qualität. Nein. Und außerdem, Claude Simon hat sein Leben lang über die gleichen Themen geschrieben, sogar über die gleichen Figuren. Und wenn man die Georgica gelesen hat, hat man eigentlich den ganzen Claude Simon, denn das ist sozusagen sein Summum Opus, sein Magnum Opus. Da ist sozusagen, sind seine Themen alle einmal zusammengeführt. Wenn man dieses Buch bewältigt hat, das ist dann eigentlich so eine Art Diplom, Simon-Diplom, das man hat. Dann brauche ich ihn jetzt nicht mehr. Also, die anderen brauchen Sie nicht mehr lesen. Ja, also wir wollen uns über eine Sache doch im Klaren sein. Die zentrale Kompositionsidee dieses Romans ist von einem Primitivismus sondergleichen. Der Roman besteht aus drei Schichten. Die erste, wer nach der Französischen Revolution napoleonische Kriege, dann ein Sprung in das Jahr 1940 und dann, wo ist die dritte? Spanische Bürgerkrieg. Ach, ich habe den spanischen Bürgerkrieg, die Orwell-Motive. Also vergessen. Sie erzählen das wie ein Rezept für eine Torte mit drei Schichten. Ja, das ist genau wie eine Torte, drei Schichten. Und ich finde, es ist billig. Wir machen einen Roman und der Roman spielt die eine Schicht im 30-jährigen Krieg, die zweite im 7-jährigen Krieg und die dritte im Weltkrieg. Er spielt nicht. Er hat keine Handlung, die, das ist egal. Es könnten auch ich würde mal sagen, Kriege der Roman sein. Spielt überhaupt nur in der Sprache. Ja. Das ist nämlich das Wichtige an der Struktur und der Kunstform dieses Buches, die sehr anspruchsvoll ist. Diese Beschreibung. Er beschreibt unentwegt. Er beschreibt ein Pferd, er beschreibt eine Latrine, er beschreibt die Kälte. Er beschreibt alles. Er beschreibt das in einer Sinnlichkeit. Er kann wirklich alle menschlichen Sinne damit ansprechen und das ist unvergesslich. Er beschreibt nicht nur, sondern er denkt auch übers Beschreiben nach. Wir haben ein Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich, es explodiert ein Geschoss in Spanien und es gibt also die Detonation, das Geschrei, die Menschen fliehen auseinander. Und dann schreibt er das in verschiedenen Folgen und stellt die Frage, was war zuerst? Die Detonation, dann dies, dann jenes. Sind die Leute erst davongestürzt? Oder habe ich diese Schreie, habe ich diese Bewegung zuerst gesehen, diese da? Das heißt, er stellt in Frage, ob das überhaupt zuverlässig ist, das, was wir Beobachtung nennen und das, was wir Folge nennen. Ja? Er sagt, das ist immer trügerisch. Und weil es immer trügerisch ist, zerschmettern wir es ganz und geben jede Art von Folge völlig auf. Ich sage gar nicht, dass das jetzt der Roman der Zukunft ist, sondern ich habe mir gesagt, ich möchte dann lieber so trügerisch betrogen werden von den Schriftstellern und ein Stück Kontinuität, Folge, Schritt für Schritt, zeitliche Folge, kausale Folge doch noch haben. Denn das, was der Simon macht, ist, er das alles zerschmettert und nur noch die Splitter wunderbar artistisch beschreibt, das hält nicht an der Lektüre. Das sind Bücher ohne Leser. Lieber, natürlich. Also das ist mal das Erste, ganz sicher. Bücher ohne Leser. Und ich glaube nicht, dass man Bücher ohne Leser verteidigen soll. Nicht ohne Leser. Er hat sicher eine kleine Gemeinde. Er hat eine kleine Gemeinde. Aber Sie werden uns doch nicht weismachen, dass Hölderlin ein schwächerer Autor ist, weil er weniger Leser als Goethe hat. Das kann man doch so einfach nicht machen. Wie kommen Sie darauf? Das ist ja interessant. Ah, zu Hölderlins Lebzeiten. Ja, wir sind ja zu Simons Lebzeiten noch. Noch lebt er. Also ich würde es ist bestimmt sehr hoch veranschlagen, wenn jemand versucht, mit den Schwierigkeiten der Wahrnehmung und mit den Fragmentierungen des modernen Lebens auch sprachlich in einer ungewöhnlichen Form umzugehen. Es gibt, um ein Beispiel zu sagen, das mir sehr eindringt, da gibt es eine verlorene Schlacht 1940, wo die Franzosen völlig haltlos aus der fliehen, weil die Deutschen da eingefallen sind und die französische Schlacht. Dann beschreibt er mögliche Ursachen. Und da gibt es das Bild
des Generals, der an der Front vorbeischreitet und die nicht anguckt, vor sich auf den Boden stiert. Und er sagt, vielleicht war das das Moment, wo die Schlacht verloren ging, weil er seine Soldaten überhaupt nicht... Das ist so ein, Sie haben es vorher sehr gut gesagt, ist ein Maler. Und man vergisst die Bilder nicht, man... Es fehlt einem zwar der Zusammenhang, weil die Bilder alle stehen, aber sie stehen, so einmalig aber da. Aber man muss doch auch die raffinierte Methode der Leitmotive auch einmal ansprechen, die er hat. Die Leitmotive verklammern das natürlich auch. Es gibt zum Beispiel einen Opernbesuch von Orpheus und Euridike, der durch alle, durch alle Schichten dieser Torte, wie Sie sagen, durchgeht. Und ich glaube, vielleicht sollte man noch mal was zum Nouveau Roman sagen. Wenn Sie mit den Rücken zudehnen, kann ich auch schwer mit Ihnen reden. Also bitte. Der Nouveau Roman, kann man vielleicht sagen, hat das Erzählen eines Abenteuers ersetzt oder transformiert in das Abenteuer, Abenteuer des Erzählens. Also das Erzählen selber wird zum Abenteuer. Und das ist doch eine absolut zeitgenössische Methode, um mit der Wirklichkeit umzugehen. Ja, aber eine Frage. Sie haben, Herr Karasek, sehr deutlich gesagt, Sie finden den Roman furchtbar abscheulich, Sie hätten ihn nie weitergelesen. Aber nachdem Sie ihn zu Ende gelesen haben, sind Sie immerhin für dies und jenes, was der Roman bietet, dankbar für gewisse Bilder. Sagen Sie mal, finden Sie nicht, dass hier etwas passiert ist, was ich für sehr bedauerlich halte? Da hat ein Mann Talent, aber es ist so steril, was daraus geworden ist. Der hat aus seiner Schreibfähigkeit nichts machen können. Es ist ein steriles Buch. Ein absolut tödlich steriles Buch. Und da hat es keinen Sinn, ja, es gibt diese oder jene Beschreibung, also Ardennen, Frost, das Unglück der Soldaten. Steril. Ja. Herr Reich-Ranicki, ich versuche nur Folgendes, Frau Sichtermann hat das schon gesagt, wenn jemand zu der Einsicht kommt, Erzählen ist in gewisser Weise Lüge, weil man eine Kausalität vortäuscht, die so einfach nicht da ist. Und trotzdem denkt, er müsse erzählen. Dann, ich will jetzt sagen, das Gegenteil zu dieser Unterhaltungsliteratur, die wir am Anfang besprochen haben. Es muss doch möglich sein, dass ein Autor sagt, ich muss das für mich schreiben. Und ich finde immerhin so viele Leser, und ich finde auch Leser, die mir den Nobelpreis dafür geben. Das ist doch schon sehr viel. Herr Karasek, ich weiß genau, was Sie meinen. Als der Joyce'sche Ulysses erschienen ist, hat Kurt Tucholsky geschrieben, dieser Roman sei wie Liebigs Fleischextrakt. Man kann das nicht essen, aber... Tausende werden daraus ihre Suppe kochen. So ist das. Und das hat getroffen. Ja. Hier aber wird niemand daraus eine Suppe kochen, glaube ich. Sie mögen andere Ansicht sein. Ich bin auch nicht sicher, ob jemand eine Suppe kocht, aber die Suppe... Meine Herrschaften, wir haben uns nicht geeinigt, wir müssen nicht. Unser Schluss lautet nämlich heute wie immer. Und also sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.